Das Wort erhält für die CDU-Fraktion Herr Dr. Heinze. Herr Rose, was war denn das? Differenzierte Sozialdemokratie. Wenn ich Ihrer Rede zugehört habe, ist mir da viel aufgefallen, aber nicht Differenziertheit. Allerdings ist mir gleich am Anfang aufgefallen, dass Sie das parlamentarische Rollenspiel beschrieben haben. Dass Sie vergessen haben zu erwähnen, dass die SPD wie immer hier in diesem Parlament selbstverliebt vergisst, den anderen Fraktionen zuzuhören. Und das scheint mir das Problem gewesen zu sein. Weil selbstverständlich haben hier alle Fraktionen deutlich gemacht, und da ging es gar nicht um fundamentale Gegenposition oder nicht, bis Sie angefangen haben, hier vorzutragen, wo Sie differenziert in welchen Themen stehen und welche Unterschiede Sie haben. Und ich muss persönlich sagen, bis zu dem Klamauk eben fand ich die Debatte ziemlich sachlich und ziemlich gut, und die Unterschiede sind sehr deutlich geworden. Sie haben es gerade runtergerissen. Und eine Ergänzung noch in Richtung Frau Schneider, die Intransparenz und keine ausreichenden Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments beschrieben hat. Ich glaube, da wird man noch mal ein bisschen nachbessern müssen. Gerade bei diesem Freihandelsabkommen ist es nämlich so, dass am Ende, weil es ein Handelsabkommen ist, das Europäische Parlament wird zustimmen müssen. Es werden die nationalen Parlamente zustimmen müssen. Wir sind also an einem Punkt, wo selbstverständlich alle, die da verhandeln, sehr genau darauf achten werden, und ACTA und SWIFT mögen da erste Zeichen gewesen sein, was da eigentlich vertreten wird und was da nicht vertreten wird. Und ich glaube, das hat die Kommission auch erkannt und entsprechend wird es auch umgesetzt. Also skandalisieren Sie hier nicht etwas, was durchaus einem parlamentarischen Prozess unterliegt und was durchaus, wenn denn überhaupt 2016 abgestimmt wird, sehr klar deutlich gemacht wird, dass da parlamentarische Mitwirkung ist. Und wir alle sollten uns dafür einsetzen, dass mehr Transparenz entsteht. Und dann haben wir es, glaube ich, auf dem richtigen Weg.